Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Wind Waker. Ja, hier ist so der Schwanz von ehrenwerten Walo. Und ja, die Zelda-Erfahrenen wissen, was jetzt zu tun ist. Das da unten sieht nicht so cool aus. Oh, ja, du siehst nicht so toll aus. Spuckst ein bisschen Feuer, ist vielleicht ein bisschen ungesund. Gibt's auch in Lava, das ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Ich glaube, kein Lebewesen kann in Lava überleben, wenn ich so drüber nachdenke. So, das ist nämlich, was man machen muss. Einmal rüberschaukeln hier bitte. So, der ehrenwerte Walo kann dadurch dieses Ding runterbrechen, fällt ihn auf den Kopf und seine Schale bricht. Weil wir ihm mit der Schale natürlich nichts anhaben können. So, jetzt packt er da ein neues Ding drauf. Ja, ich möchte es mir greifen. Deswegen ist es auch mein Lieblingsentgegner. Weil der schön einfach ist. Ja, hör auf, mich zu verbrennen. Geht's eigentlich noch? Das ist hier mich in Ruhe lassen, okay? Ich habe hier Besseres zu tun. Was hat der mit seinem Schwanz gewackelt oder was? Geh du da mal weg. Ich hasse solche Gegner, die nicht das machen, was ich möchte. Okay, wir haben ihn. Wir ziehen wieder dran. Schwingen einmal rüber. Landen hier oben, vorsichtshalber. Und das Ding fällt ihm auf den Kopf. Seine Schale bricht weiter. So, und dann schauen wir mal ganz kurz zu, wie er wieder so ein Ding draufklatscht. Ich dreh dich mal. Und nochmal. Man muss nichts anderes außer sich von rechts nach links schwingen anfangen. Oh, ich bin ein bisschen verfehlt. So, aber er kriegt nochmal auf die Fresse. Es müsste eigentlich die Schale gebrochen sein, weil alle guten Dinge sind drei. Okay, ja, er hat seine Schale verloren. Und ist jetzt einfach so ein nervig Viech mit sehr grellen Auge. Ich möchte natürlich auf sein Auge schlagen. Was anderes möchte ich gar nicht. So, sehr einfache Gegner, wenn ihr mich fragt. Also ich habe deutlich schwere Zelda-Gegner schon gesehen und wir werden in diesem Spiel auch noch deutlich schwere sehen. Komm. Mach nochmal. Au. Sollst mich nicht in die Lava schmeißen, du sollst mir dein wunderschönes blaues Auge zeigen. Hallo. Greife dich. Ach, ich habe schon wieder den falschen Knopf ausgewählt gehabt. Blöd, ich habe noch mit den Greifhaken gerade draufgehauen, weil ich irgendwie auf X war. Weil B, boah, ja, diese Xbox-Controller-Nintendo-Mischung ist nicht gut. Auf jeden Fall, wir haben ihn besiegt. Und was bekommen wir dadurch? Wie? Ein Herzteil. Okay, es härtet aus. Es hält sehr schnell aus. Und ein Windzug entsteht. Gut. Dann holen wir uns mal ganz kurz das Herzchen. Füllt uns auch auf. Komplett. Damit haben wir jetzt vier Herzen. Schon mal um einiges praktischer als mit drei. So. Einmal raus hier. Oh, der ehrenwerte Walo. Oh, er hat voll den lustigen Bart. Sie erklärt, was sie schon wieder für eine Scheiße gebaut hat. Der Wirbelwind bewegt sich. Alles wird ruhiger.
Ach, bin ich wieder komplett unten. Schön. Link? Na, willst du ihm nicht etwas sagen, Komori? Midori hat mir alles erzählt. Link, danke, es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Link? Aber natürlich. Nicht wahr, Link? Link, hier. Ich will, dass du es hier bekommst, Link. Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Du hast Dienst Yamor erhalten, ein göttliches Artefakt, das über Volk der Orni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der ehrenwerte Walu möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Link. Nutze den Wind, die Kraft des Gottes des Windes weise. Was meint der ehrenwerte Walu nur damit? Gott des Windes, meint er damit vielleicht den Gott des Schreins bei der Schule dort? Und außerdem hat der ehrenwerte Walu Held genannt. Okay, ich bin ein Held, cool. In der Tat, für uns bist du wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Walu machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtige Flügel. Warte, Komori! Nochmals vielen Dank, Link. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Da rennt sie. Okay. Haben wir wieder was geschafft? Und ich gehe mal kurz zum Terry-Händler, weil wir ja kein Futter mehr haben. Und ja, Treuepunkte sammeln, Leute. Treuepunkte. Hi. Ich hätte gern ein bisschen Futter. Noch eins. So, gehen wir mal wieder. Gut. Da oben, das auslösen. Ich glaube, da brauchen wir einen Bumerang oder so. Das machen wir dann anders mal. Es hat den ganzen Anschein, als hätte Ganon seine Heerscharen geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen sofort zum nächsten Diamant. Setze das Segel und nimm Kurs in Richtung Süden. Okay, warum darf ich nicht? Ich glaube, ich darf nur Südwind jetzt gerade haben. Was für meine Z-Taste das? Ach so, ich muss mit den anderen Tasten. Süden. Gut, dann wähle ich mal das Segel aus. Was ist das für ein Knopf? Y. So. Ab in Richtung Süden. Ist diese Insel hier schon eingezeichnet? Zoom. Keine Daten, okay. Kommt nämlich gleich noch so ein süßes kleines Viech, also so einen süßen kleinen Fisch, den wir dann auf jeden Fall was zum Fressen geben sollten. Ist er dann? Nicht so hastig, Jümpchen. Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir diese Seekarte angedreht hat, aber außer dem großen weiten Meer ist da ja sonst fast gar nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll das denn bitte für eine Seekarte sein? Was denn? Wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabautermann gesehen. Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal ein bisschen Wertes über diese Insel hier. Also falt mal geschwellend deine Seekarte auf. Baka. Okay, wir sind hier in Draconia. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel hier, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur so dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne eine kleine Fluganlage wirst du leider nicht kaum hinkommen.
Aber da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht so sehr hängen. Das wäre soweit von mir. Außerdem habe ich all meine Kumpels bei den Inseln, anderen Inseln Bescheid gesagt. Wenn du also in der Nähe der Insel einen herumspringen Fisch siehst, dann wirf mir ein bisschen Futter hin. Ja. Ich weiß schon, dann zeichnen die das ein und sagen dir irgendwas Kluges über die Insel. Nichts Wichtiges. Hey, rote Leue, damit wären wir quitt. Viel Glück. Okay. Nein! Scheiße. Futter verschwendet. Falsch den Knopf gedrückt habe, dann nehme ich wieder meinen Haken hier. So, jetzt. So, hier kann man auch sehen, ist jetzt gerade Tag, Nacht, irgendwas. Auf großen Inseln, wenn man da ist, ändert sich die Tageszeit nicht. Nur wenn man dann auf kleineren ist. Aber zum Beispiel da vorne seht ihr dieses kleine Ding mit so einem Ding. Das da ist, glaube ich, eine Vierer-Insel, wenn ich mich nicht irre. Dazu bräuchten wir den Eispfeil. Den habe ich nicht. Ein Piratenturm. Wenn der keine Bomben dran hat, können wir ihn machen. Hat der Bomben dran? Werde ich beschossen, wenn ich dran vorbeifahre? Ich glaube schon, ja, der hat Bomben dran. Ich habe mich jetzt komischerweise noch nicht beschossen. Warum auch immer. Ja, jetzt beschießen sie. Okay. Ach ja, sie fahren. Okay, es wird gleich Nacht werden. Ich weiß, das nächste Level ist bei Nacht dann. Ich weiß nicht, ob das vor uns schon die richtige Insel ist. Links, weil das ist auf jeden Fall schon wieder so ein Bienenatoll. Ja, das da müsste eigentlich eine Triangelinsel sein. Also auf jeder Insel gibt es was Besonderes und diese Wirbelstürme will ich jetzt gerade nicht reinkommen, weil sie ändern einfach nur meine Richtung, mehr machen die nicht. Ja. Schlechtes Wetter. Das heißt eigentlich immer, dass diese komischen Orcas da sind und da ich nichts in der Richtung eigentlich schon habe. Ja, das ist so eine Triangelinsel. Davon gibt es drei Stück, da kommen wir auch noch nicht hin. Keine Ahnung, wo wir eigentlich gerade hin müssen. Also ich weiß, wie die Insel heißt, wo wir hin müssen. Aber ich sehe sie jetzt, glaube ich, gerade noch nicht. Es könnte die links von uns sein, aber ich glaube nicht, die ist viel zu hoch. Da vorne kommt wieder eine Insel. Ah, da vorne ist sie schon, die mit diesen zwei Flächen da. Rüberfliegen. Ja, hier zum Spaß gibt es hier immer so lustige Fässer, wo man drüber springen kann. Dass man halt unterhalten ist, während man auf der See ist. Es gibt in den Remake-Teil tatsächlich ein Segel, womit man schneller fahren kann, wo das dann nicht mehr so das Problem ist. Hier bräuchte man eine Bombe, um weiterzukommen, wie man sieht. Und da rechts ist ein Boot. Wir könnten halten, aber ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen. Sie können einen Herzteil sogar geben oder Schatzkarten, deswegen können wir mal reinschauen. Mit ein bisschen Glück sind da keine Gegner drin. Ansonsten kriegen wir jetzt richtig auf die Fresse. So. Okay, ja, es sind Gegner drin, aber nur Ratten und solche, die wir schon mal gesehen haben. Nicht so übelst schwere. So, dann du noch? Alter, die Ratten, die ziehen auch, auch das Geld ab. Wir haben eine Fee dabei, deswegen bin ich ein bisschen sicherer. Okay, der schon mal down. Okay, eine Schatztruhe ist aufgetaucht. Ja, ich hätte gerne auf der nächsten Insel eigentlich noch ein Herz mehr, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Eine Flasche. Ich habe noch eine Flasche bekommen. Damit habe ich jetzt null gerechnet, aber ich habe einfach schon die zweite Flasche. Geil. Es gibt ja eh nur vier Flaschen, wenn ich jetzt schon die zweite habe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Durchaus nicht schlecht. Ja. Dann einmal nach oben. Und raus da. Also diese Boote hier, die können aber auch richtig scheiß Gegner sein. Oder es sind halt sogar Menschen drin. Dann ist es eigentlich kein Problem, aber manchmal sind halt richtig beschissene Gegner drin. Deswegen sollte man die vermeiden. So,
Dann wieder Segel setzen. So, ein Piratenturm. Wenn der keine Bomben hat, der hat Bomben. Sonst könnten wir machen, der hat 4 Bomben an der Seite. Ja gut, wir müssen auf diese Insel da vor uns. Vielleicht sehen wir einen Fisch. Ich weiß es aber noch nicht. Also, wenn man wirklich alles schon machen möchte, dann braucht, also jede Insel abfahren möchte hintereinander, dann bräuchte man mindestens den Enterhaken. Weil es extra 2 Inseln, glaube ich, gibt, die Enterhaken brauchen. So, dann lege ich dich mal auf X. Wenn ich wieder ein bisschen Futter. Okay, ja, da ist die Insel, wo ich hin will. Landensicht, das ist dein Zielort, die Insel Tantopia. Ja, cool, haben wir es von allein angelegt. Wollte den Fisch füttern. Von See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen, aber auf dieser Insel liegen ein üppiger Wald, die Heimat des Dekobaums, des Terrahüters. Deine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt Pharos-Diamor empfangen zu nehmen. Ich hege die Befürchtung, dass Scum auf dieser Insel zuvorkommen sein könnte. Sei es auf der Hut. Dann legen wir gleich mal auf unseren Vorzugpunkt das hier. Schauen, ob der Terry-Händler was anders hat. Und dann würde ich mich eigentlich auch schon von euch für diese Folge also verabschieden. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es dann weitergeht bei Zelda Wind Waker. Bis dahin. Tschüss.